für junge Absolventen des DFB-Teamleiter-Kinderfußball-Lehrgangs bietet der FVM den zweiteiligen Jungmanager-Lehrgang an. Hauptbestandteil des ersten Teils ist ein Rhetorikseminar. Ich kann jetzt irgendwie vor Gruppen besser sprechen in der Schule. Wenn ich ein Referat machen muss, dann wird mir das, glaube ich, ziemlich helfen. Die Redebeiträge werden mit einer Kamera aufgezeichnet und gemeinsam ausgewertet. Man kriegt erstmal ein Feedback von der ganzen Gruppe und dann sieht man nachher, man fragt sich erstmal, habe ich das wirklich gemacht? Und dann sieht man nachher auf dem Bildschirm, stimmt, ich habe die ganze Zeit meinen Fuß hochgehoben oder ich habe die ganze Zeit komisch mit meinem Arm bewegt. Also das mit dem, dass man nachher sieht, wie man geredet hat, das war sehr hilfreich. Viele Teilnehmer sind überrascht, welche Talente in ihnen schlummern. Die meisten entdecken ganz neue Seiten an sich. Das stärkt ganz besonders das Selbstbewusstsein. Wir beide sind ziemlich laute und aktive Charakter. Und das ist, glaube ich, also das war für uns beide eine Herausforderung, so ein bisschen so cool down. Jetzt kommen wir nochmal runter und werden ruhig. Und ich glaube, dass gerade bei uns beiden hat das schon einen Riesenunterschied gemacht als vorher. Wortwahl und Körpersprache entscheiden über Erfolg und Misserfolg eines Redebeitrags. Letztlich ist es ja eine Sache des Selbstbewusstseins, vor einer Gruppe zu stehen. Und dieses Selbstbewusstsein, vor einer Gruppe eine Präsentation zu halten, kann man eben auch im täglichen Leben, wie im Abitur, wie im Job, wie im Studium halt an der Stelle anwenden. Und das Feedback, was wir von jungen Managern auch schon bekommen haben, ist, dass es ihnen eben auch sehr, sehr viel weitergeholfen hat und dass sie nach diesem Jungmanager-Lehrgang eben in andere Situationen reingegangen sind in ihrem Leben und dort eben dann halt auch viel souveräner vor einer Gruppe stehen konnten. Neben der Rhetorik werden auch sportliche Elemente in Form von Spielformen vermittelt. Muss ich unbedingt Fußball spielen, um die Jungs auf dem Fußballplatz besser zu machen? Muss ich nämlich nicht, denn wir versuchen so viel Bewegungserfahrungen den Kids zu vermitteln, wie es nur geht. Und das versuchen wir hier über alternative Spiele oder auch eben über fußballbezogene Spiele im Praktischen zu vermitteln. Jede Übung wird genau erklärt. Denn das Teambuilding und die Vertrauensübungen sollen für echte Gruppendynamik sorgen. Und der Spaß kommt natürlich auch nicht zu kurz. 5 Monate später, die angehenden jungen Manager haben ein Trainingslager für Fußballkids organisiert. Wir versuchen den Teilnehmern hier zu vermitteln, wie man eigenständig mit einer Gruppe umgeht und quasi ein eigenes Wochenende oder eine eigene Tour mit Jugendlichen plant und wie man dann